and I'm getting higher. Just thinking of us, just really out there, it's really you. Then what's the road that leads me to? If you're really out there, it's really you. So Leute, willkommen bei Carways. Mein Name ist Carmen Laffs. Heute in einem sehr, sehr spezielles Video für mich, einfach aus dem Grund, weil ich sehr an einem M3, M4 tendiere, persönlich auch irgendwann mal zu holen. Ich aber auch an den Giulia Quattrofoglio denke, muss ich sagen, einfach aus dem Grund, weil er sehr, sehr exotisch ist, ein wunderschönes Fahrzeug ist und ich einfach auch, weil natürlich BMW Perfektion auch ist, mir dachte, ey, den sieht man natürlich das ein oder andere Mal öfter als so ein Fahrzeug, deswegen bin ich auch immer jemand, der sage, ich möchte was haben, was nicht so viele haben. Und das ist einfach so ein Giulia, der wirklich, wirklich wunderschön ist. Und ja, heute M3 Competition, der direkte Konkurrent, beide 510 PS. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das Duell ausgehen wird. Wir sind natürlich ein bisschen älter hier, aber mal gucken, ob die italienische Laune da rauskommt und den Deutschen da mal ein bisschen was zeigt, dass Alter keine Rolle spielt. So, ich bin bereit, das erste Mal in einem Giulia. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird, aber ich finde auch hier die Pedals, die Schaltwippen richtig sehr, sehr schön. Wir haben hier viel Carbon verbaut, die Sitze sind, fühlen sich gut an und ja, mal gucken, ob ich die Leistung auf die Straße bekomme. Einmal hier aus. Okay, Klimaanlage aus. So, versuchen das Maximale natürlich rauszuholen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ey. Ohne Witz. Ich bin bereit. Boah, irgendwie war das nichts. Irgendwie kam da erst nichts und dann gefühlt zu viel. Nein. Der hat ja auch keine Launch Control oder so. Also ich versuche das nochmal einmal. Warte mal. War schon besser. So, zweiter Durchgang. Wie gesagt, ist ein bisschen mehr Gas geben. Okay. 3, 2, 1. Komm. Ah, jetzt kommt er trotzdem. Schön. Boah. Sehr, sehr schön in diesem Brooklyn Grey. Ist er schon richtig geil. Oh, wir sind schon fast am Ende. Wow, wow, wow. Naja, okay. Ich merke schon Italiener. Gehen die Warnblinker an. Start war gut. Aber ja, beide ohne Launch auch gestartet. Nicht so früh, Kollege.
Aber ich finde diese Klick, das Klicken, hört man das? Geil. Ja, das ist schon ein anderes Gefühl, absolut. Also auch die Qualität des Fahrens ist absolut. Ja, machen wir nochmal. Passt. Er hat schon gerade gesagt, der liebe Patrick, ich hab's verkackt. Das Problem ist, oder das Ding ist, hier will keiner verkacken. Hier kommen alle mit ihren Autos, meistens auch privaten Autos oder hauptsächlich privaten Autos. Und es hat natürlich absolut gar keiner Bock zu verlieren, was ich natürlich auch verstehen kann. Vor allem auch ich, ich hasse es zu verlieren. Aber wir wollen euch Zuschauern das Bestmögliche rausholen. Das heißt, keine Spielereien, kein Dings, wir holen das Maximale aus den Fahrzeugen raus. So, Punkt, und auch nicht anders. Auch wenn es Spaß macht, das ist hier immer, hat auch seine Funktion. Also seine, hier, Funktion. Nicht vergessen, Funktion. So, 50. Und los. Keine Chance. Mann! Was mache ich mal? Was ist das denn hier? Ja, fahren wir den ganzen Spaß hier mal runter. Oh, M3 geil. Wirklich geiler Wagen. Siehst du, dann sieht das schon ganz anders aus. Ja, absolut. Hätte ich auch gedacht. Ja. Zwar Leistung gleich, aber der ist auch älter, aber das ist. Ja, die Abstimmung. Ja, absolut. Ja, ja, ganz anders. Der ist schon. Das ist brutal. Gute Entscheidung getroffen. Ja, absolut. Gute Entscheidung getroffen. Gebe ich nicht mehr ab. Also, wenn du dir den holst. Habe ich auch gedacht. Ich glaube, dass. Das, also, ich schwanke ja ein bisschen zwischen die beiden, weil er einfach so exotisch ist, weißt du? Aber ich sag mal, hier, wenn du hier eine andere Abgasanlage drauf machst, ein bisschen tiefer machst. Bist du perfekt. Perfekt. Brauchst du nichts mehr anderes. Das stimmt schon. So Leute, das war das zweite Duell, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, also ich bin nicht enttäuscht.